Am 13. September öffnen sich die Karrierewelten. Die Aus- und Weiterbildungsmesse geht in ihre zweite Auflage. Mit 140 Ausstellern aus dem Handel, der Industrie, dem Handwerk und den Dienstleistungsbereichen ist das Jahn-Sportforum sozusagen bereits ausverkauft. Mehr geht nicht. Angeboten werden über 2000 Ausbildungsplätze in 220 Berufen. Bei rund 85% der Aussteller stehen darüber hinaus auch Praktikumsplätze zur Verfügung. Damit sei die Karrierewelten die größte duale Berufsbildungsmesse in MV, informierten die IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern, die Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern und die Stadt Neubrandenburg als gemeinsame Organisatoren. Ein Alleinstellungsmerkmal sei, dass Ausbildungssuchende hier direkt mit Unternehmern und Inhabern, Ausbildern und potenziell zukünftigen Kollegen in Kontakt kommen können, so IHK-Hauptgeschäftsführer Thorsten Harsch. Ein wichtiges Anliegen der Messe sei aber auch das Thema Weiterbildung zum gemeinsamen Vorteil von Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil wir wissen, dass 31% der Mitarbeiter in den Unternehmen haben entweder mal einen völlig anderen Beruf gelernt, als sie jetzt als Tätigkeit ausüben, oder sie haben eventuell gar keinen Abschluss. Und da ist Weiterbildung wichtig, damit diese Transformationsprozesse in den Unternehmen, die Umstellungen, die mit Energiewende und vielen anderen Themen zu tun haben, mit einer vorhandenen Belegschaft realisiert werden können. Die Mitarbeiter kennen ihr Unternehmen, die Unternehmer kennen ihre Mitarbeiter, und gemeinschaftlich diesen Weg über die Qualifizierung zu gehen, ist für beide Seiten sehr von Vorteil. Ziel der IHK und HWK ist es darüber hinaus, auch Abiturienten die Vorteile einer Ausbildung aufzuzeigen. Denn gute Karrierechancen und lukrative Gehälter bedürfen längst keines Hochschul- oder Universitätsabschlusses mehr. Also ich würde das auf den Punkt bringen, kannst du was, bist du was, und wenn man was kann, dann muss man natürlich vorher auch gelernt haben, und ich denke, so ein Ausbildungsberuf ist da die beste Basis dafür. Man kann unwahrscheinlich viele handwerkliche tolle Dinge machen, man ist Teil einer Energiewende, wo man Solartoren aufs Dach bringt, wo man die E-Mobilität mit sozusagen auf die Straße bringt und viele andere Dinge, und man lernt tatsächlich was fürs Leben, und darauf kann man sich immer wieder berufen in späteren Phasen. Aktuell sind allein im Kammerbezirk der IHK Neubrandenburg noch 1200 Lehrstellen unbesetzt. Dem stehen rund 900 unvermittelte Jugendliche gegenüber. So bieten sich auch für Spätentschlossene auf der Karrierewelt noch Angebote für das beginnende Ausbildungsjahr. Die Chancen für eine erfolgreiche Berufskarriere stehen derzeit ohnehin so gut wie selten zuvor. Das liegt an den Babyboomern, die in absehbarer Zeit in Rente gehen. Die Region hat Weltmarktführer, die Region hat für alle Branchen, für alle Berufe interessante Angebote. Und sich einen Überblick zu verschaffen, bei 140 Ausstellern wirklich alles kennenzulernen, von der Industrie bis zur Tourismuswirtschaft, ist alles dabei. Dafür bietet die Karrierewelten die beste Bühne. Motivation einpacken, vorbeischauen, Gespräche suchen, eigene Interessen identifizieren und am Ende die erste Sprosse der Karriereleiter betreten. Am 13. September von 9 bis 18 Uhr Karrierewelten im Jahn-Sportforum Neubrandenburg.